Seit dem 19. Februar steht das Unterwäscheset für alle Sims 4 Spieler bereit, welches ich in diesem Video angetestet habe. Meine Meinung zu den 24 neuen Objekten gibt es jetzt. Beim frisch erschienenen The Sims 4 Unterwäscheset habe ich viele Kommentare gelesen, dass viele von euch sich nicht so richtig vorstellen konnten, wofür dieses Pack eigentlich gut ist, weil man die Klamotten bzw. die Unterwäsche bei den Sims gar nicht so oft sieht. Ich war bei der Ankündigung ehrlich gesagt auch leicht skeptisch, aber ich dachte mir, wir gucken uns jetzt trotzdem einfach mal die neuen Inhalte an. Es gibt ganze 24 neue Unterwäschesachen für die Sims. Ehrlich gesagt, die haben bei diesem Pack mit MeUndies kooperiert, kannte ich vorher auch noch nicht. Jetzt steht es hier auch so auf den Vorschaubildern, finde ich ehrlich gesagt echt immer doof. Jetzt haben wir hier auch schon den ersten BH und ich muss sagen, was denke ich denn darüber? Ich finde den irgendwie so ein bisschen komisch. Das hier sagt mir nicht so ganz zu mit diesem, was auch immer, das ist ja ein... Soll das transparent sein? Ich weiß gar nicht genau, was es sein soll. Das finde ich jetzt persönlich nicht ganz so cool. Schauen wir mal weiter. Das finde ich dafür umso besser. Das ist ja auch so leicht transparent oben und hier unten mit dem, sagen wir mal, simlischen Markenlogo. So sieht es zumindest aus. Hiermit auch ein bisschen mehr Farben, ein bisschen was Blaueres. Oh, und hier irgendwie scheinbar nochmal mit so einem extra Muster drüber. Das mag ich ja auch immer ganz gern, wenn sich nicht nur die Farbe ändert, sondern dann tatsächlich auch so das Muster. Da weiß ich auch schon, dass es die passende Unterhose dazu gibt. Das ist nämlich diese hier. Oh, tatsächlich sehr knapp geschnitten, was man ja mal so sagen muss. Normalerweise ist es bei den Sims ja so, dass die Sachen gar nicht so knapp sind, aber das hier ist tatsächlich relativ knapp auf jeden Fall für Sims-Verhältnisse. Genau, das wäre dann hier die passende Kombi. Ich habe auch schon jemanden auf Twitter gesehen, der dieses Oberteil quasi einfach ganz normal als Alltagsoberteil in Kombination mit einer normalen Hose verwendet hat. Fand ich auch sehr witzig. Oh, wow. Okay, das ist jetzt hier das richtige Kooperationsstück quasi. Okay, Pizza mag ich natürlich persönlich sehr gerne. Jetzt auch hier bei den Sims auf den Klamotten einmal Aubergine. Okay, hier sind dann noch viel mehr Muster, die gefallen mir tatsächlich ganz gut. Ja, warum denn nicht? Also den finde ich tatsächlich doch ganz passabel, da kann man nichts sagen. Man muss aber auch sagen, dass die Unterwäschekategorie bei den Sims in The Sims 4 allgemein sehr wenig bestückt war bisher. Da hatten wir mit keinem Pack noch wirklich neue Unterwäsche. Da stopft dieses Pack so ein bisschen die Lücke. Ja, doch, der hier ist auch so ein bisschen leicht extravaganter hier, so ein bisschen mit diesen Elementen hier oben. Und man kann hier ein bisschen durchgucken, das ist auch irgendwie witzig. Also wirklich, in diesem Pack extrem knapp, finde ich auf jeden Fall krass. Da haben die Entwickler sich mal richtig was getraut. Das hier hat so, erinnert mich so ein bisschen an so Muscheln irgendwie oder so Blumen. Also auf jeden Fall hier gefühlt keine Standardsachen, sondern schon so ein bisschen extravaganter, was ich eigentlich ganz gerne mag, muss ich zugeben. Und diesen hier haben wir bekommen, auch in ein bisschen ja, gedeckteren Farben. Hier viel schwarz, braun und so, mit so einer kleinen Schleife hier vorne dran. Ja, ehrlich gesagt, bei dem hier weiß ich auch nicht so ganz. Meiner Meinung nach sieht das so ein klitzekleines bisschen Oma-mäßig aus. Kann man sich jetzt drüber streiten, aber ich bin da natürlich jetzt auch nicht so wirklich die Zielgruppe. Da haben wir diese Unterhose hier bekommen, quasi hier so leicht transparent. Das passt jetzt hier vom Braunton zusammen. Wir haben einmal die Pizza-Variante. Okay, also quasi das passende Unterteil zum Oberteil. Oh, das ist sehr hoch geschnitten. Das geht hier also wirklich so nach oben. Haben wir in The Sims 4 auch bisher noch nicht so gehabt? Ja, ganz ehrlich, was soll man denn über die Farbauswahl sagen? Das ist doch eigentlich alles relativ passend. Bei der Unterwäsche ist das jetzt auch, finde ich, eher weniger wichtig, was da so für Farben dabei sind. Das ist doch eigentlich hier ganz okay. Ansonsten haben Frauen auch noch hier so ein paar neue Gesamtoutfits bekommen. Sieht auch sehr gemütlich aus, da kann man doch sehr gut mit pennen. Wir haben das hier bekommen, oh, das ist dann wieder ein bisschen durchsichtiger. Also hier mit so kleinen Elementen, ich denke, sowas wird in echt auch getragen. Ja, von den Farben jetzt hier nichts Überraschendes, sage ich mal. Hier auch mal so ein bisschen was Zweifarbiges, ja, warum denn nicht? Ein sehr cooles Detail, man sieht ja auch das Etikett, was hier so rausguckt. Sowas mag ich immer sehr gern. Da wurde sich auf jeden Fall ein paar Gedanken gemacht. Dieses offene Hemd, was wir hier so sehen, gibt es ebenfalls auch nochmal für Männer. Jetzt nicht das gleiche, aber zumindest so vom Stil.
Den finde ich tatsächlich irgendwie witzig. Hier vorne so ein bisschen offener von den Farben. Schauen wir da mal. Okay, ja, eigentlich fast genau die gleichen Farben wie bei den Frauensachen. Hier auch mal ein bisschen... Oh, das, das ist ja geil. Das erinnert mich so ein bisschen an diese eine Tapete vom maximalistischen Wohnstil-Set. Oh doch, warum denn nicht? Die gefällt mir tatsächlich sehr gut. Auch bei den Männern steht dieser Me Undies Schriftzug drüber. Okay, ehrlich gesagt, ja, eine stinknormale Unterhose mit einem sehr lustigen Muster. Das männliche Pendant zur weiblichen Unterhose, die wir gerade schon gesehen haben. Wir haben hier nochmal so eine Boxershorts, die sieht irgendwie auch recht gemütlich aus. Mich triggert es irgendwie leicht, dass wir hier eine Naht haben, aber auf der anderen Seite nicht. Das ist also ein bisschen unsymmetrisch. Ist ja jetzt hier auch nichts Schlimmes. Schauen wir mal weiter. Wir haben diese hier. Die sieht so ein bisschen wärmer irgendwie aus vom Material. So ein bisschen einfach auch dicker. Habe ich als Unterhose in echt jetzt irgendwie auch noch nie so gesehen. Aber es gibt bestimmt Leute von euch, die gerne mögen. Wir haben diese hier auch wieder mit so einem angedeuteten Markenlogo, was ich irgendwie ganz cool finde. Ist einfach ein kleines, witziges Detail, was ich ganz gerne mag. Auch wenn ich sagen muss, ich sehe es ähnlich, die Unterwäsche bei den Sims sieht man irgendwie nicht so richtig oft. Die hier ist tatsächlich auch ganz cool mit dem Muster. Aber auf der anderen Seite finde ich es gut, dass auch solche Nischenthemen mit Sets abgedeckt werden. Ich finde, da passt es einfach recht gut. Die hat jetzt hier auch so Fenster an den Seiten, finde ich eigentlich auch ganz witzig. Warum denn nicht? Die ist doch auch ganz cool. Dann haben wir hier mal so ein bisschen weitere Hose. Könnte man auch so zum Sport anziehen, meiner Meinung nach. Was mir jetzt irgendwie vielleicht nur so ein kleines bisschen gefehlt hat, ist so ein richtiger Schlafanzug. Einfach so eine Kombination aus einem Schlabberhemd, so einer schönen Schlabberhose. Das ist zwar auch irgendwie so eine Hose, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Einfach vielleicht eine kurze Hose so oder einfach so ein bisschen dünneres Material. Weil sowas hatten wir bei den Sims tatsächlich auch noch nicht. Das beschränkt sich jetzt hier alles komplett rein auf irgendwie Unterwäsche. Das finde ich, hätte jetzt in das Thema auch ganz gut reingepasst. Aber ansonsten finde ich die Auswahl von den Sachen doch eigentlich recht solide. Und damit wären wir tatsächlich auch schon am Ende von diesem Video angekommen. Was ist denn mein Fazit? Also ich glaube, das ist wirklich auf gar keinen Fall ein Must-Have-Pack. Aber wenn ihr einfach neue Unterwäsche bei den Sims braucht, ist das auf jeden Fall euer Inhalt. Gerade da wir mit den anderen Packs dann wirklich noch nicht viel bekommen haben. Von den Objekten waren ein paar ganz coole dabei. Andere haben jetzt nicht so zugesagt, aber das ist ja bei den Sims irgendwie immer so. Es ist immer so ein bisschen durchmischt. Es gab jetzt hier irgendwie nichts, was krass negativ aufgefallen ist. Irgendwie auch jetzt nichts, was krass positiv aufgefallen ist. Keine besonderen Überraschungen. Ich denke, wenn ihr mal 5 Euro übrig habt und nicht ganz genau wisst, was ihr damit machen sollt, seid ihr mit dem Pack jetzt nicht schlecht beraten. 1-2 Sachen kann man vielleicht auch noch irgendwie als normale Sachen durchgehen lassen, aber das ist ja auch gar nicht der Sinn und Zweck dieses Packs. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Es wird dann ebenfalls noch ein Video zum Badutensilien-Pack geben, das ja ebenfalls am 19. rausgekommen ist. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.